Hallo, heute stellen wir euch die Kawasaki Versys 650 vor, Modelljahr 2021. Schon seit vielen Jahren ja ein sehr vielseitiges Motorrad, sowohl für den Einsatz in der Stadt als auch für längere Touren. Wir stellen euch das Zubehör vor, das wir schon seit vielen Jahren im Angebot haben und jetzt auch passend für das 2021er Modell anbieten. Wenn es um Schutz des Bikes geht, seht ihr vorne an der Vorderachse die Achssturzpads aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die das Motorrad im Falle von Stürzen schützen können. Und auch einen Sturzbügel hier montiert an den Anbaupunkten am Motorblock, der die Verkleidung im Falle von Umfallern vor größeren Schäden bewahren kann. Damit das Motorrad sicher steht, gibt es eine Seitenständer-Fußverbreiterung, passend für die Cover Versys 650. Und damit ihr eure Fußposition gut anpassen könnt, eine Evo-Fußraste, die in vielen verschiedenen Positionen einstellbar ist, speziell nach euren Wünschen. Außerdem noch am Lenker für besseren Schutz, sowohl für eure Hände als auch für das Motorrad im Falle von Umfallern, ein Cobra-Handprotektor mit Zweipunktmontage am Lenker. Kommen wir zu weiteren Zubehörprodukten. Einmal sehen wir hier im Cockpit den modellspezifischen Navi-Halter, der hier im Cockpit verschraubt wird. Dort könnt ihr verschiedene Navis an der passenden Adapterplatte montieren. Wenn es um Gepäcklösungen geht, seht ihr hier am Tank den Pro Engage Tankrucksack mit 7 bis 10 Liter Volumen. Der Tankrucksack ist befestigt am dazu passenden Pro Tankring, der hier am Tankeinfüllstutzen verschraubt ist. Auf der Unterseite des Tankrucksacks seht ihr den Pro Oberring, der sich verstellen lässt und dann in der von euch gewünschten Position mit den vier Schrauben fixieren lässt. Der Tankrucksack wird einfach auf den Tankring aufgesetzt und sitzt dann fest auf dem Tankring. Der Tankrucksack hat ein großes Fach und ein kleines Netzfach im Deckel. Wir liefern auch immer eine wasserdichte Regenhaube mit. Und er hat eine Volumenerweiterung, sodass man das Volumen von 7 auf 10 Litern erweitern kann bei Bedarf, wenn man mehr Gepäck transportieren möchte. Hier seht ihr die Volumenerweiterung des Tankrucksacks. Lässt sich hier wieder verschließen. Kommen wir zu Gepäcklösungen am Heck. Da haben wir zum einen die Aero ABS Seitenkoffer mit jeweils 25 Liter Volumen auf jeder Seite. Wir bauen die Seitenkoffer aus robustem ABS-Kunststoff, der sowohl gleichzeitig auch leicht ist. Der Koffer, wir liefern immer eine wasserdichte Innentasche mit und der Koffer lässt sich verriegeln, sodass er nicht abgenommen werden kann durch diesen Drehknopf. Wenn ich jetzt versuche, hier den Hebel zu betätigen, lässt sich der Koffer nicht entriegeln. Wenn ich den Drehknopf drehe, dann lässt sich der Koffer hier hinten entriegeln. Hier seht ihr den entsprechenden Entriegelungsmechanismus und die vier Aufnahmepunkte am Koffer, die dann an den entsprechenden Pilzen am Evo-Seitenträger einrasten. Den Evo-Seitenträger bauen wir auch speziell für die Cover Versys, sodass er an den jeweiligen Anbaupunkten hinten am Heck und an der Sozius-Fußraste und hier am Kennzeichenhalter befestigt ist. Und er lässt sich auch mit einer Vierteldrehung schnell lösen, da dort überall diese Quicklock-Verschlüsse verbaut sind. Den Koffer hänge ich einfach ein an den Haltenasen. Dann gibt es hier am Heck noch das Urban ABS Topcase, was im Design sehr gut passt zu den Aero ABS Seitenkoffern. Das Topcase wird hinten entriegelt mit diesem Drehhebelverschluss und es sitzt auf dem Adventure Rack Gepäckträger mit dem passenden Adapter für das Urban ABS Topcase. Einfach einsetzen in die entsprechenden Nasen und den Hebelverschluss arretieren und das Topcase sitzt fest. Auch das Topcase hat eine Volumenerweiterung, sodass ihr von 16 auf 29 Liter Volumen kommt und auch einen Helm mit dem Topcase transportieren könnt.
Das sind unsere Gepäcklösungen für die Kawa Versys 650. Weitere Infos findet ihr, wenn ihr auf den Link unter dem Video klickt. Viel Spaß und gute Fahrt!